Sehr geehrte Damen und Herren, der Mitarbeiter hat sich stets bemüht. Steht das in einem Zeugnis, hat der Mitarbeiter mehr schlecht als recht gemacht. Das Gleiche könnte man über Deutschland als Unternehmensstandort sagen, wenn man den neuen Doing Business Bericht der Weltbank liest. Aber fangen wir mit dem Positiven an. Verglichen mit 2014 ist es in Deutschland einfacher geworden, ein Unternehmen zu gründen. Während das 2014 nach den Daten der Weltbank noch 15 Tage dauerte, braucht es mittlerweile nur noch 10 Tage. Vor allem deswegen hat Deutschland gegenüber den Top-Standorten in der EU in den letzten 12 Monaten aufholen können. Aber eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Denn seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise im Jahr 2009 hat Deutschland, abgesehen von Reformen bei Unternehmensgründungen, die Hände in den Schoß gelegt. Dagegen haben die meisten anderen Länder auf breiter Front an ihrer Standortqualität gearbeitet und sie verbessert. Seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise gehört Deutschland neben Belgien und Luxemburg zu den Ländern, die gegenüber den Top-Standorten in der EU am meisten zurückgefallen sind. Die nachlassende Standortqualität ist nicht das Einzige, womit deutsche Unternehmen zu kämpfen haben. So steigen die Lohnstückkosten in Deutschland seit 4 Jahren schneller als im Rest des Euroraums. Außerdem rollt die Bundesregierung die Arbeitsmarktreform der Schröder-Jahre zurück. Alles in allem erodiert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf breiter Front. Wenn Deutschland noch ein paar Jahre ordentlich wachsen dürfte, dann nur wegen der Europäischen Zentralbank, die die erodierende Wettbewerbsfähigkeit durch eine Politik des billigen Geldes kaschiert. Aber von der nächsten Rezession dürfte sich die deutsche Wirtschaft nur schleppend erholen, ähnlich wie heute Frankreich oder Italien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lesen Sie für mehr Informationen bitte die Woche im Fokus.